Hey Leute, willkommen zurück hier auf Batu mit Florian und seiner Freundin Eva. Ich denke mal, wir sollten gleich aus unserem Hotel rauskommen, ja. Und werden uns jetzt auf den Weg machen. Das Paket, was wir in der letzten Folge für Hondo beschafft haben, an ihn auszuliefern. Wir sind hier nämlich immer noch in unserem Freizeitpark. Ich finde das interessant, dass auch hier überall die Sturmtruppe langlaufen. Oh, wir können uns das hier mal angucken. Warte mal, lass uns das mal scannen und so. Vielleicht sollten wir auch generell mal so ein bisschen mehr die Gegend erkunden und alles. Wir können mal hier im Workshop einkaufen. Wir sollten uns einfach mal so ein bisschen mehr die Sachen anschauen, weil wir sind ja nicht nur hier auf dem Weg, uns irgendwelche Missionen anzuschauen, sondern wir wollen ja auch einfach so ein bisschen die Gegend ansehen. Das ist ein Urlaub. Wir können den Glücksbringer berühren. Das würde ich auch gerne machen. Wunschbaum von Trilon. Die Bewohner des Black Sparrow Außenpostens banden Stofffetzen, Bände oder Fäden um diesen Baum und wünschen sich etwas. Es hieß, sobald sich der Stoff oder Faden auflösen würde, würde die Galaxie den Wunsch erfüllen. Level 3 Geschicklichkeit. Nicht schlecht. Wir haben Altmetall gefunden. Okay. Wir können hier noch Lichtschwertgriffe finden. Lichtschwertschaukasten. Okay, hier können wir uns nochmal Lichtschwerter kaufen. Das ist auch gut zu wissen. Nehmen wir uns auf jeden Fall für zu Hause mit. Ganz ehrlich, wir sind Nerd. Wir holen uns so viel Merch, wie wir nur können. Wir holen uns so viel Krams, wie wir zu Hause nur irgendwie ausstellen können. Wir haben ja jetzt schon Zeugs, das wir ausstellen können. Ich hoffe zumindest, dass wir das mitnehmen nach Hause. Weil sonst würde das wenig Sinn machen, oder? Man kann halt nur leider nicht die Sachen aus dem Real Life quasi, aus den sonstigen Welten mitnehmen. Hierher. Warum auch immer. Naja, gut, vielleicht werden einfach die Taschen kontrolliert, bevor man hier in Disney World rein darf. Ich meine, Disney ist da halt einfach schon so. Warum auch nicht? Man darf hier halt nichts mitbringen. Das ist ja okay. Oh, wir müssen auf jeden Fall auch nochmal... Warte mal. Wir müssen ein paar Fotos von uns machen. Gehen wir mal hier hin. Lass uns mal ein Selfie machen vor diesem hübschen Bäumchen hier. Genau. Selfie machen. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Sturmtruppler. Genau. Eher mit dem Bäumchen hier. So viel sieht man leider gar nicht von dem Baum. Haben wir sonst noch einen schöneren Hintergrund? Ja, vielleicht den. Vielleicht dieses Dingsy. Da können wir doch ein Foto von machen. Und ansonsten doch nochmal von dem Baum vielleicht, wenn wir es irgendwie hinbekommen. Vielleicht so. Wenn wir eher so ihn ein bisschen zur Seite packen und dann den Baum hier hin. Das sieht doch auch noch ganz nett aus. Und vielleicht können wir auch nochmal... Können wir denn unsere Freundin nochmal zur Runde hinzufügen? Oh, ist unsere Freundin noch hier? Eva? Wir laden sie nochmal ein. Vielleicht können wir mit ihr dann auch nochmal irgendwie ein hübsches Foto zusammen machen. Vielleicht hier irgendwie so? Wir können mal hier hingehen schon mal. Ja, hier ist doch eine schöne Umgebung. Oh, oder hier vor diese Millennium Falcon. Ja, auf jeden Fall. Aktion, Runde bilden mit Eva. Und dann machen wir mal irgendwie, dann laufen wir mal, gehen wir mal zusammen hier hin. Und dann hätte ich nämlich gerne ein Foto mit ihr zusammen vor dem Millennium Falcon. Das wäre doch cool. Wenn wir schon im Urlaub sind, müssen wir auch Urlaubsfotos machen, Leute. Ganz ehrlich. Müssen wir machen. Ist wichtig. So. Warte mal, ich weiß gerade gar nicht genau. Zusammen hier hingehen. Wie rum wir sein müssen, damit das klappt. Wir probieren es einfach mal so. Foto machen mit. Oder muss sie andersrum stehen? Ah, sie muss genau andersrum stehen. Schade. Weil so wird das halt nix. Dann lass uns mal zusammen hier hingehen. Oder vielleicht warte mal, ich krieg das schon noch hin. Und jetzt gehen wir mal zusammen hier hin, weil jetzt dreht sie sich einmal um, genau. Sind wir leider nur ein bisschen zu nah dran. Ich würde vielleicht erstmal hier hingehen zusammen.
Und dann nochmal zusammen hier hingehen. Und dann sollte sie doch irgendwie. Ah, es ist auch nicht ganz das Richtige. Es ist leider ein bisschen friemelig, weil man das leider nicht wirklich richtig wählen kann. Wir probieren es mal, was jetzt so unser Hintergrund wäre. Das sieht doch schon mal ganz okay aus. Oh. Oh, wir sind viel zu niedrig. Moment. Aber das sollten wir doch. Ja, wir können halt leider nicht Dingens kaufen. Wir sollten hier stehen. Hier sollten wir so stehen. Wir gehen mal zusammen hier hin. Und dann gehen wir nochmal zusammen hier hin. Und dann probieren wir es nochmal. Jetzt sollten nur die Sturmtruppler vielleicht weggehen. Fast, Leute, fast. Wir haben es fast. Moment. Ich will mein cooles Foto haben, okay? Das ist mir wichtig. So, jetzt aber. Ich klicke immer aus Versehen auf das hier und dann klappt das gar nicht so richtig. Leute, Leute. Oh Mann, warum können wir denn kein schönes Foto machen? Das finde ich schade. Ich möchte auf jeden Fall noch mal so ein bisschen, dass wir so tun, als hätten wir ein Foto von uns vor dem Millennium Falcon, weil ich finde, das sieht nämlich schön aus. Ich finde, das sieht echt cool aus. Ich finde es nur schade, dass wir nicht wirklich ein Foto machen können. Aber jetzt können wir so tun, als hätten wir ein Foto von den beiden vor dem Ding. Das wäre so cool, wenn wir das wirklich hätten, oder? Das wäre so cool. Naja. Richtig schade, dass das so gar nicht klappt. Aber was wir machen können, dann machen wir halt nochmal ein Foto von uns. Machen wir nochmal ein Selfie. Ist das dein Ernst? Okay, wir machen erstmal nur so ein Foto. Wow, sie ist so richtig gut drauf. Ich glaube, sie ist auch nicht begeistert davon, dass wir kein Foto machen können von uns vor dem Dingens. Gehen wir mal ein bisschen hier hin. So. Können wir. Ja, wir bekommen das Ding so halb drauf. Oh Gott, ich kann wirklich so gar nichts bewegen. Naja. Naja. Ha. Oh, das finde ich voll schade. Ich hätte gern so ein richtig cooles Bild. Dann lass uns vielleicht nochmal hier zusammen hingehen und dann machen wir halt einfach so irgendwie ein schönes Bild von uns zusammen. Oh, meine Güte, ich will nicht immer das Ding ins Klicken. So, Eva. Machen wir halt einfach so mit diesem hübschen Hintergrund ein Bild. Das wird wenigstens ein hübsches Urlaubsbild einfach von uns beiden, wisst ihr? So, wenn wir sonst schon irgendwie nicht hinbekommen, ein schönes Bild damit zu machen, wo wir sind. Wisst ihr, weil eigentlich will man ja auch gern Fotos davon haben, wo man wirklich ist und den Leuten zeigen, von wegen hier, guck mal, wo ich war. Aber das scheint ja nicht so ganz zu klappen. Probieren wir vielleicht hier gleich noch mal in der Ecke ein Foto zu machen. Ich weiß, wir wollten eigentlich Hondo unser Paket geben, aber das hier ist gerade wichtiger. Wir können endlich ein schönes Bild von Millennium Falcon machen. Sehr schön. Ich habe zwar keinen emotionalen Bezug zu diesem Ding, nicht mal den geringsten. Aber Hauptsache, wir haben ein Bild gemacht. Sehr, sehr wichtig. Oh, da ist unsere Freundin im Hintergrund. Okay, das hätte ich gerne als Bild. Das ist ja süß. So. Oh, fast. Wenn ich es nur ein bisschen mehr nach oben machen könnte. Aber nein, natürlich kann man das nicht. Weil warum sollte man auch seine Kamera weiter bewegen können? Hallo? Das wäre ja albern. Naja, wir können vielleicht so ein Bild machen.
So. Haben wir es immerhin so einigermaßen mit drin. Ich glaube, besser als das bekommen wir es nicht hin. Gut, okay. Zeit wieder in Ogas Cantina zu gehen. Wo war das nochmal? Hier. Was essen können wir auch nochmal? Was haben wir hier? Glück von Batu. Ah, weil du den Glücksbringer berührt hast. Okay. Da ist er, unser Freund. Paket abliefern. Wir hätten auch natürlich einen Lebenswunsch, der hier passt, aber ich finde, der ist nicht. Ich habe mir den ein bisschen angeguckt. Ich finde, der ist nicht ganz so das Richtige für Florian. So, wir sind schon fast Rang 1. Nicht schlecht. Ich erahne hier die Möglichkeit für ein rechtschaffenes Geschäft. Äußerst rechtschaffen sogar. Okay. Wir haben eine Bonusbelohnung bekommen. Ein grüner Kyberkristall. Den haben wir bekommen. Nicht schlecht. So, dann lass uns nochmal eine Mission sehen. Ich hätte gerne die nächste von dir. Heißer Typ. Oha. Wir sollen geheime Informationen sammeln. Eine Warenladung, die verschifft werden muss. Klingt eigentlich cool. Ein legitimes Geschäft. Ich würde gerne mal die Warenladung machen. Holotisch des Widerstands oder erste Ordnung verwenden. Ah, okay. Müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt hinbekommen können. Ich glaube, unser Essen ist nicht mehr gut. Können wir es aufräumen? Ja, wir können es mal aufräumen. Hinten in den Mülleimer schmeißen. Und können wir uns hier was zu essen bestellen eigentlich? Rising Moon Overnight Müsli. Klingt doch gut. Warum nicht? Wollen wir hier mal unseren Gratis-Drink mit trinken, wenn wir schon mal dabei sind? Ich meine, wenn hier schon mal was gratis rumsteht. Oh, wir haben nur noch den letzten Schluck getrunken. Sehr gut. Cannon Bar Carol. Okay. Sie ist angespannt. Wollen wir mal ihre Bedürfnisse erfüllen? Machen Sie mal glücklich. Ja, jetzt geht es ihr wieder besser, denke ich mal. Ich glaube, sie ist nicht, bei ihr klappt das nicht so ganz, dass sie irgendwie sich auffrischen geht und so. Das ist ja. Und das muss jetzt nicht so das Problem für sie sein. Wir können auf jeden Fall auch mal vom Essen schwärmen, auf jeden Fall. Wir sind bestimmt totaler Fan von dem Essen, was es hier so gibt in Disney World. Ich muss es nochmal erwähnen. Können wir mal über Docking Bay 7 reden? Vielleicht das Essen mit dort vergleichen oder wie sie das fand. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen tanzen oder wir können auch noch ein bisschen Sebek spielen. Wäre auch cool. Mal gucken. Und irgendwie würde ich auch super gerne noch den nächsten Tag den Tanz in den Sommer hier feiern. Weil warum nicht? Warum nicht, Leute? Ganz ehrlich. Und dann können wir vielleicht so ein bisschen beim Widerstand Zeit verbringen. Müssen wir mal gucken. Irgendwie hätte ich schon Bock drauf, hier noch ein, zweimal zurückzukehren mit Florian und das noch ein bisschen weiter zu erkunden und alles. Ja, hat für mich jetzt irgendwie noch so bisschen mehr Tiefe bekommen, das Gameplay mit ihm, dadurch, dass wir hier jetzt noch so ein bisschen was zu erkunden haben. Und vor allem, ich irre mich doch nicht, dass wir mit ihm zusammen das Strangerville-Mysterium gelöst haben, oder? Haben wir nie. Wir haben aber nie hier dieses Ding weitergemacht, ne? Weil wir hatten schon das Geheimdossier und so. Weil wir haben auch gar nicht irgendwie dieses Merkmal von wegen Held von Strangerville, aber das haben wir wahrscheinlich nur, wenn wir den Lebenswunsch oder das Bestreben abschließen. Deswegen bin ich da jetzt ein wenig traurig darüber. Naja. So, dann isst du mal schön auf. Ein Schurke, Mac Colvin. Den würde ich gerne mal kennenlernen. Können Sie mal früh. Oh, das ist mal eine coole Frisur mit einem coolen Bart, Gianluca. Nicht schlecht. Sieht sehr schick aus. Hi. Können wir irgendwie ihn verrückt anfunkeln? Einen Klopf-Klopf-Witz machen? Und ihn mal ein bisschen kennenlernen? Von Druiden schwärmen.
Über Wookies plaudern. Klar, warum nicht? Und über Sabak sollten wir auch reden. Oder Sabak. Ich habe wirklich keine Ahnung. Es tut mir wirklich sehr leid. Wir können mal schwindeln, um Credits zu erhalten. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen was. Gute Gelegenheit. Ich weiß gar nicht, wie das so wirklich klappen soll. Wir haben tatsächlich Credits bekommen. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Dann würde ich jetzt noch ein bisschen Sebek spielen wollen. Lass uns das mal ein bisschen spielen. Mit Eva, Hondo und Mac. Bin ich mal gespannt. Vielleicht haben wir auch totales Pech, weil wir gegen Hondo spielen und wir sollten das nicht tun. Aber wir probieren es einfach mal. Oh, keine Ahnung, ich finde einfach die Idee richtig cool, dass das hier ein tatsächlicher Freizeitpark ist und man genau diese ganzen Dinge hier so machen kann. Es wäre natürlich auch cool, wenn es so richtige Achterbahnen gäbe. Stellt euch mal sowas wie das hier vor, nur als Achterbahn. Ich dachte mir auch, weil ich habe auch schon ein bisschen mehr Gameplay dazu gelesen und oder ein bisschen mehr Gameplay dazu gesehen. Und es gibt dann auch Missionen, wo man halt so in diese Dinger reingeht und irgendwo hinfliegt. Und dann halt so wie so Textabenteuer ist. Und ich dachte mir, ich habe mir das so überlegt, dass das so ist wie diese, ich weiß ja nicht, ob ihr die kennt aus Freizeitparks. Da gibt es halt auch so Geräte oder so große Gebilde, wo man reingehen kann und wo man dann halt sitzt zu einigen Leuten und sich das halt so ein bisschen bewegt, sodass man irgendwie, also man hat dann vorne halt wie einen großen Bildschirm, wie halt in einem Kino, nur dass es halt quasi ein 4D-Kino ist, weil halt nicht nur sieht man Sachen und hört sie, sondern die Sitze oder das ganze Gebilde bewegt sich, sodass man wirklich das Gefühl bekommt, man fliegt da irgendwo rum. Und so stelle ich mir jetzt einfach freizeitparkmäßig, wenn wir jetzt so ein bisschen bei dieser Freizeitpark-Idee bleiben, so stelle ich mir das Ding vor, dass man dann halt irgendwie da so Sachen erlebt und sich dann wirklich so fühlt, als wäre man jetzt im Weltraum. Das fände ich eine richtig, richtig coole Idee für einen Freizeitpark. Ich habe keine Ahnung, wie der tatsächliche Freizeitpark von Disney World ist, der ja auch scheinbar so aufgebaut sein soll. Aber das wäre so ein bisschen meine Idee, wie das wohl wäre. Ich fände das cool. Was das Sims-Gameplay angeht, ist es natürlich alles ein bisschen lahm, meiner Meinung nach. Aber es ist okay. Es ist okay. Ich habe nichts dafür gezahlt. Das ist in Ordnung für mich. Wenn es hier ein bisschen lahmer ist. Naja. So. Wenn wir mit einer Runde fertig sind, würde ich es dann aber auch lassen für heute. Haben wir verloren? Hat sie gewonnen, oder was? Eva. Nicht schlecht. Oh mein Gott, sie hat tatsächlich gewonnen. Da hat sie hier alles an sich genommen. Alles klar. Ja, dann würde ich einmal gern mit unserer Freundin zusammen vielleicht hier ins Lager des Widerstands reisen. Genau. Und dann können wir vielleicht da noch so ein bisschen rumlaufen. Einfach auch, weil wir natürlich die Gegend erkunden wollen. Ich meine, wir wollen natürlich auch einfach unseren Freizeitpark hier mehr erkunden. Ich meine, macht natürlich auch Sinn, dass wir hier so drei verschiedene Ecken haben, je nachdem, wo wir so sind und alles. Und sah so aus, wir können uns hier mal diesen Turm scannen. Gong-Druide scannen. Ich dachte gerade, man hätte den Baum noch auswählen können. Ich kann auf jeden Fall mit ihr auch noch mal so ein bisschen Zeit verbringen. So Händchen halten. Einen koketten Witz machen. Unsere Zuneigung ausdrücken. Und sie mit unserem Videospiel können beeindrucken. Oh. Und ihr Wange streicheln vielleicht nochmal. Wen haben wir denn hier? Ah, Sarah Cole. Das ist ja mal interessant. Keine Ahnung, das sieht irgendwie so ungewöhnlich aus, dass sie da so einen dicken Mantel trägt. Der sieht irgendwie sehr normal aus einfach. Na.
Der ist sogar richtig kokett drauf hier jetzt. Süß. So, aber wir sind immer noch im Urlaub. Nicht vergessen, Leute. Nicht vergessen. Wir sind hier im Urlaub. Was haben wir hier eigentlich alles so? Wollen wir hier mal so ein bisschen lang gehen? Gong-Droide. Mehr als einfach nur laufende Batterien. Diese Energiedroiden watscheln umher, um Fahrzeuge und Maschinen auf Anweisung ihres Besitzers oder nach ihrer Programmierung aufzuladen. Okay. Okay. Oha, der P-Turm 1.4 FD ist eine leichte stationäre Laserkanone für die Fahrzeugabwehr. Es ist äußerst zuverlässig und kann selbst unter den härtesten Bedingungen eingesetzt werden. Okay, alles klar. Gibt es hier hinten eigentlich irgendwas? Kann man da überhaupt langlaufen? Ah ja, man kann hier einmal drum herumlaufen. Aber scheinbar gibt es hier nicht wirklich was zu sehen. Schade. Aber hey, wir laufen einmal hier so ein bisschen lang. Das sieht ab. Ah, das sieht aus, als wären wir hier wohin gekommen. Aha. Uha. Da sind wir aber. Da sind wir aber wohin gekommen. Da haben wir wohl was entdeckt. Den Flügler können wir scannen. Der sieht cool aus. Ich wünschte halt echt, man könnte irgendwie die Sims super berühmt machen. Und dann könnte man von denen Autogramme bekommen. Ich fände das irgendwie so cool. Jetzt ist sie ein B-Promi. Warte mal, wir können eigentlich sie noch mal höher machen. Megastar. Genau, jetzt kann ich halt einfach keine Interaktion mehr mit ihr machen, was sehr schade ist. Dann machen wir den noch mal geringer. Hallo? Geringer. Hier, Promi. Jetzt kann ich immer noch nichts mit ihr machen. Oh. Okay. Und jetzt? Irgendwie funktioniert das nur die Hälfte der Zeit. Bleibst du jetzt ein B-Promi oder was? Wow, okay, ich habe sie buggy gemacht. Sehr schön. Habe ich aber gut gemacht. Naja, wir müssen ja nicht unbedingt mit ihr reden. Aber was haben wir eigentlich hier hinten alles? Das Geschütz können wir mal scannen. Das ist cool. Ist sie jetzt wirklich buggy? Ja, sie bleibt jetzt ein B-Promi. Okay, alles klar. Naja, hätte ich nicht tun sollen. Ich dachte, man kann. Ja, hier kann man rein. Wir können das hacken. Ich weiß aber nicht, ob das gut ist. Ob wir dabei nicht erwischt werden. Mal schauen. Es ist halt gerade niemand in der Nähe. Es könnte klappen. Es könnte gut werden. Oh nein. Oh nein, es wurde nicht gut. Das sieht nicht gut aus. Seht ihr, was ich meine? Ich muss voll weit, muss voll lange jetzt dahin gehen. Damit ich irgendwie einen Screenshot bekomme. Tja, das hat wohl nicht geklappt, Florian. Das tut mir leid, aber wir haben es versucht. Warum haben wir es nicht geschafft? Wir haben uns in eine Sperrzone einge. Was? Wie? Programmierfähigkeit verbessern? Weißt du, wie gut wir eigentlich schon im Hacken sind? Krass. Naja. Hallo, wir sind schon Level 7. Wie gut müssen wir denn bitte sein, um da reinzukommen? Ist ja unfassbar. Dexton Fletcher. Hier können wir auch noch ein bisschen Sebag spielen. Das ist ja auch schön. Ja, aber es scheint nicht so, als ob wir uns hier irgendwie wirklich was holen könnten. Können wir uns über irgendwas beschweren?
Können wir eine tiefgründige Unterhaltung führen? Was machen wir denn da? Wollen wir uns denn bei der ersten Ordnung einschleichen? Weil das können wir nämlich auch bei der ersten Ordnung machen. Probieren wir es vielleicht da. Vielleicht ist es da einfacher. Wir schauen mal. Gehen wir mal zu denen. Ich lasse mal Eva hier. Ich glaube, Eva würde sich freuen, hier einfach so ein bisschen im Wald rumzulaufen. Hatten wir nicht auch irgendwo einen Wasserfall, der irgendwie voll romantisch wäre? Ich dachte, vielleicht können wir da morgen zum Tanz in den Sommer so ein bisschen mehr noch hingehen, generell. So, wo ist jetzt deren Lager nochmal? Hier vorne, ne? Hier oben. Lass uns mal hier hingehen. Ah, wir brauchen noch Datenstifte. Können wir die hier irgendwo kaufen? Hier können wir nur Spielzeug und Altmetall kaufen. Was haben wir denn da so für Optionen? Eine Stereoanlage. Oh, das sieht cool. Eine Spielzeug-Baby-Einheit. Okay. Ah, das hätte ich auf jeden Fall gerne. Aber sonst haben wir hier leider nicht viel, ne? Sonst gibt es hier wirklich nichts. Schade. Ja, wir müssen noch ein paar Datenstifte holen. Sorry für das ganze Laden, aber es geht ja relativ schnell. Ja, es geht ja relativ schnell. Passt schon. Ha. Hätte mir das ein bisschen einfacher vorgestellt. Wieso als Hacker-Experte? Naja. Sind eigentlich die Datenstifte bei Hondo günstiger, wenn wir die bei ihm kaufen? Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, die kosten genauso viel. Holen wir uns vielleicht mal 4 Stück, dann haben wir erstmal genug. Und dann probieren wir es nochmal. Probieren wir es einfach nochmal. Und wenn nicht, machen wir eine andere Mission. Ganz ehrlich. Können wir die auch einfach abbrechen? Ja, können wir. Wenn es nicht klappt, machen wir was anderes. Ist ja auch kein Problem. Oh, plaudern. Achso, nee. Interessiert mich nicht. Ich will nicht mit dir plaudern. So, hier ist gerade keiner. Hier ist ja wirklich nirgendwo jemand. Das ist sehr gut. Weiß ja nicht, warum sie einfach so ihre Base unbeaufsichtigt lassen. Haben wir es geschafft? Oh, wir haben es geschafft. Dann kannst du bestimmt hier durchgehen, oder? Wir gehören hierher. Alles gut. Was müssen wir jetzt nochmal machen? Wir sollten eine Weile untertauchen. Ausweisüberprüfung läuft. Oh. Oh, wir wurden erwischt. Okay. Oh nein! Wer hat noch verprügelt? Das ist kein guter Freizeit. Aha! Das ist kein guter Freizeitpark, wollte ich gerade sagen. Oha, sie verabscheuen sich. Ja, gut, dann kannst du ja. Nee, kannst du nicht. Oh nein, jetzt kommt der nächste Typ. Gehen wir mal hier hinten hin. Der sieht uns nicht. Er sieht uns nicht. Er sieht uns nicht. Er sieht uns nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich ein bisschen warten. Jetzt, oder? Ja, jetzt können wir das lokalisieren. Sehr schön. Wir haben uns ein bisschen versteckt vor diesem einen Typen. Und jetzt können wir es lokalisieren. Wir schaffen das. Yes. Sehr gut, Florian. So muss das. So muss das. Seht ihr mal, bei der ersten Ordnung kommt man sehr viel besser rein. Die haben einfach sehr viel weniger Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Die denken halt, die wären die Oberbosse und sind es nicht. Oh, wie lange sie da jetzt auch einfach liegen bleibt. Nützlich. Sehr, sehr nützlich hier. Oh, wartet mal. Ich brauche einen Screenshot davon, wie sie da hinten auch noch liegt. Damit man das ganze Ausmaß hier noch so richtig mitbekommt. Er hat sich nicht nur irgendwo reingeschlichen bei der ersten Ordnung, sondern auch noch jemanden verprügelt dafür. Das ist mal ein Freizeitpark. Unfassbar.
Unfassbar, dass Disney sowas machen würde. Hey, Level 8 programmieren. Sehr schön. Oh. So, die Schmugglerware befindet sich im Black Spire Außenposten. Okay. Wisst ihr, was wir jetzt machen werden? Wir werden einfach reisen. Wir müssten eigentlich uns hier irgendwie wieder rausschleichen. Aber das interessiert mich gerade nicht. Wir reisen einfach. Wofür gibt es bitte die M-Taste? Natürlich, um uns das Leben einfacher zu machen. Dafür ist die M-Taste da. Bin mal gespannt. So. Den Besitzer der Schmugglerware. Er trinkt gern Dagobas Lachslinger. Oha. Na dann gucken wir uns das doch mal an, ob wir den Sim finden. Schauen wir doch mal. Vielleicht wollen wir uns erstmal noch mal so ein bisschen frisch machen hier drüben. Lass uns mal auffrischen kurz. Und in der Zeit schauen wir mal. Carbon Freeze, Jet Juice. Was ist das? Black Spire Brew, okay. Oh, hä, aber das ist schon der Besitzer der Schmugglerware. Oder die Besitzerin Emilia. Die kennt man ja sogar schon. Das war aber easy. Aber sie trinkt ja auch was ganz anderes. Oh Mann. Ja, dann gehen wir danach zu Emilia hin. Und wie gesagt, ich fände es voll cool, wenn wir sie jetzt irgendwie zum Beispiel auch irgendwie nach einem Autogramm fragen könnten. Aber können wir leider nicht. Kannst ja mal hier hinjoggen vielleicht. Brauchst du jetzt alles nicht machen. Komm. Komm mal hierher. So. Können wir mal den Tag verschönern. Bist du dann gleich mal hier? Ja, jetzt. Was? Lachslinge geben? Ah, okay. Ah, dass wir ihr was, dass wir ein Getränk ausgeben? Oh ja, gerne. Vielen Dank, der Gubas Lachsleger. Da sage ich nicht nein. Ich bin bekannt dafür, viel zu reden, wenn ich ein bisschen beduselt bin. Komm, wenn schon, dann lass uns doch auch nochmal was bestellen hier. Nee, nicht was zu essen. Einen Drink bestellen. Ja, lass uns doch das Gleiche mal trinken. Wenn schon, denn schon. Ja. Ah ja, Becca hat das Studium abgeschlossen. Oh, wir wollen Eva küssen. Wie süß. So, wenn wir sie vielleicht noch mal ein bisschen kennenlernen. So. Wenn sie genug getrunken hat. Ein bisschen von Interessen schwärmen. Über Sebek plaudern. Wir sollten auf jeden Fall warten, bis sie den Drink ausgetrunken hat. Das wäre schon ganz gut, würde ich mal sagen. Und dann gucken wir mal weiter. Das sieht cool aus mit dem Rover dahinter. So, genau. Du trinkst was, wir trinken was. Das passt schon. Ich weiß ja nicht, ob wir mehr als einen Drink. Wahrscheinlich müssen wir mehr als einen Drink ausgeben. Aber ich werde es trotzdem gleich schon mal probieren. Ah, wir müssen noch irgendwie die Rechnungen bezahlen. Machen wir später, machen wir später. Ich meine, eigentlich kann es uns egal sein. Wir haben genug Geld. Ich glaube, wir können auch gerade gar keinen. Oder? Doch, wir können die Rechnungen bezahlen. Ja, machen wir nachher mal. Das ist ja eigentlich egal. Bevor uns jetzt hier irgendjemand stresst. Okay. Magst du vielleicht mal dein Getränk weiter trinken? Komm, lass uns mal. Genau. Lass uns mal schwindeln, um Credits zu erhalten.
Yes. Und dann können wir sie nochmal austricksen, um das Passwort zu bekommen. Und? Mein Passwort? Oh ja, das ist echt raffiniert. Hier, ich zeige es dir. Yes. Okay. Und wie können wir das jetzt erhalten? Ach so, wir müssen. Okay, wir müssen jetzt nur noch das richtige Bedienfeld finden. Sehe ich das richtig? Oder müssen wir nochmal zurückgehen, weil so klang das gerade. Ich will eigentlich nicht nochmal da zurückgehen müssen. Ich meine, es muss ja hier irgendwo sein. Da steht ja Blackspire Außenposten. Ich sehe ehrlich gesagt gar kein Bedienfeld. Ich bin wahrscheinlich einfach nur blind, aber. Oh, da können wir mal das Passwort eingeben. Aha. Es ist einfach schon 3 Uhr morgens. Und? War das direkt das Richtige? Oh, wow. Oh, warte mal. Sagt sie jetzt jemandem Bescheid? Wartet mal. Wo rennt sie hin? Wo rennst du hin, Skylar? Geschafft, Floriana, die Schmugglerware erhalten. Yes, aber wir wurden beobachtet. Das ist nicht gut. So, und jetzt müssen wir das nur noch zu Hondo zurückbringen. Ja, dann auf zurück zur Kantina. Wo rennt sie hin? Wem sagt sie Bescheid, was wir getan haben? Wem sagt sie Bescheid? Hallo? Sie geht auch hacken. Was? Okay. Sie hat uns gesehen und sich gedacht, hey, das mache ich auch. Na gut, meinetwegen. Dann können wir jetzt mal die Schmugglerware liefern. Yes. Haben wir jetzt schon Rang 1? Nö. Gut gemacht. Wer schnell und schmutzig spielt, gewinnt das Rennen. Okay. Ja, wir haben schon Rang 1. Wir haben eine Schurkenuniform und ein Schurkenfähnchen bekommen. Oh, wie süß. Gut. Dann. Was ist das hier? Lichtschwertgriffe. Oh. Tugendhaft, Frieden und Gerechtigkeit. Eine elegante Waffe. Bla bla bla. Oder mächtig. Wenn dann mächtig. Obwohl. Seltenheit ungewöhnlich ist vielleicht sogar noch besser. Aber mächtig klingt schon noch mehr nach etwas, was wir nehmen würden. Ja. Hat er gerade Luke Skywalker gesagt? Okay. Was auch immer. Dann können wir vielleicht ihn nochmal nach einer Mission fragen. Ich bin viel zu investiert in dieses Ding jetzt, obwohl ich mich gar nicht damit auskenne. Absolute Diskretion. Aha. Ah. Ich glaube, das haben wir jetzt schon gemacht, ne? Ja, lass uns mal das mit dem heißen Tipp machen. Als nächstes. Öffne Versorgungskisten, hacke Bedienfeld oder sprich mit Leuten auf Batuu. Okay. Okay. Das würde ich dann aber sagen, machen wir vielleicht das nächste Mal. Wir gehen jetzt erstmal zurück in unser Hotel und schlafen ein bisschen. Und dann können wir nämlich das nächste Mal, das wäre mein Plan, den Tanz in den Sommer feiern, hier auf Batuu, in unserem kleinen Urlaub hier. Und da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Ich denke mal, wir werden ja mit Eva ein bisschen Zeit verbringen wieder und werden bestimmt auch in der Zwischenzeit noch an ein, zwei Missionen arbeiten und uns einfach noch die Gegend so ein bisschen mehr ansehen, ein bisschen mehr kennenlernen hier über unseren Freizeitpark. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal hier. Ciao.